Leute, gibt es in Season 17 einen Ranked Split, ja oder nein? Die Frage sollte spätestens mit dem Update am Montag eigentlich beantwortet sein. Ich wollte euch eigentlich etwas zeigen, was mir jetzt nicht mehr möglich ist, weil es tatsächlich mit dem letzten Patch gefixt wurde, aber in den letzten vielen Season 17 Videos kamen viele Fragen von euch. Mensch, der Counter für die Rangliste ist nur noch 30 Tage und wurde immer weniger, irgendwann bei 28 Tagen. Was hat das zu bedeuten? Gibt es doch einen Split? Tatsächlich mit dem letzten Patch, ich wollte es eigentlich jetzt zeigen und stelle fest, Mensch, da stehen ja jetzt die vollen 75 Tage hier. Das ist mir tatsächlich neu und ich glaube, dass es mit dem Patch, der am Montag kam, gefixt wurde. Und ich wollte euch eigentlich erzählen, was dieser geringe Counter, diese theoretischen 25 Tage, die es jetzt noch wären, oder 26, keine Ahnung, was die eigentlich bedeuten. Meiner Meinung nach war das ein versteckter Counter für das Mid-Season-Update, weil dann sind wir ungefähr bei der Hälfte der Season 17 angekommen und Respawn hat in diesem Exklusiv-Livestream, wo ich Season 17 schon früher einblicken konnte, haben sie gesagt, es gibt ein Mid-Season-Update, das wird relativ groß, da wird noch eine Menge geändert und das markiert einfach das Update. Und dort wurde auch nicht ausgeschlossen, dass die drei Maps, die wir nämlich jetzt in Ranked gerade haben, ausgetauscht werden und Broken Moon und Stormpoint wieder reinkommen. Und das war die Vermutung dahinter, dass das einfach nur eine Ranked-Änderung wird. Andere Maps, andere Map-Rotation und so weiter und so fort. Das ist meine Meinung dahinter, warum dieser Counter so gering war. Warum jetzt allerdings die 75 Tage so gepatcht wurden, dass man die tatsächliche Rankzeit noch sieht. Ich könnte jetzt vermuten, dass das Mid-Season-Update vielleicht komplett ins Wasser fällt, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Aber aus gegebenen Anlass, weil das Ranked-System mehr als für, muss man einfach mal auf deutsche Sachen, mehr als für einen Arsch ist, könnte es natürlich sein, dass Respawn jetzt hart daran arbeitet, das zu fixen. Und das Mid-Season-Update mit dem Rev Reborn und keine Ahnung, was da nicht noch alles kommen soll an großen Sachen, großen Änderungen, die Respawn versprochen hat, dass das vielleicht verschoben wird und erstmal das komplette Ranked-System nochmal überarbeitet wird, gefixt wird, dass das endlich sauber funktioniert und irgendwie auch nachvollziehbarer, was die Punkte betrifft und so weiter und so fort. Und auch, das, da will ich auch nochmal drauf eingehen, weil ich gestern ein paar Videos über das Ranked-System rausgeballert habe, warum wir teilweise keine Ranked-Punkte bekommen. Viele von euch haben eine logische Erklärung, die absolut Sinn macht, denn es ist so, wenn du, keine Ahnung, ein bestimmtes Skill-Level hast oder einen bestimmten Rang hast und du eliminierst Gegner, die deutlich unter dir sind, dann bekommst du dafür weniger bis gar keine Punkte. Und einige haben geschrieben, das ist doch schon immer so oder schon seit einiger Zeit so. In der Theorie ja, es hieß, seit einigen Jahren war es so, bist du als Dia-Spieler unterwegs, tötest nur einen Gold-Spieler, dann bekommst du nicht 0 Punkte, sondern einfach deutlich weniger, als wenn du als Dia-Spieler vielleicht einen Master- oder einen Pred-Spieler beiseite schiebst. Das ist der Grund dahinter. Also das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, warum viele von uns 0 Punkte bekommen, weil wir einfach oft in Lobbys deutlich schwächere Gegner oder auch im Rang deutlich niedrigere Gegner eliminieren und dadurch keine Punkte kriegen. Die Verwirrung dahinter ist aber, dass bei diesem Endscreen, bei dieser Endpunktevergabe, dieses Wort Eliminierung, wenn du keine Punkte kriegst, gar nicht erst aufgeführt ist, weder mit 0 noch mit sonst irgendwas. Und deswegen ist die Verwirrung sehr, sehr hoch und gerade viele von uns, inklusive mir, haben in den letzten vielen Runden das Wort Eliminierung im Schlussscreen gar nicht mehr lesen können und deswegen dachten viele inklusive mir, dass das vielleicht gepatcht wurde und irgendwas komplett broken ist. Scheinbar ist es nicht so, aber für einen Kill komplett 0 Punkte zu kriegen, macht irgendwie auch keinen Sinn. Also ist da trotzdem irgendwas nicht so ganz korrekt. Müssen wir uns mal überraschen lassen, ob es jetzt tatsächlich in ein bisschen weniger als 4 Wochen tatsächlich ein Mid-Season-Update kommt. Mit anderen Maps und so weiter und so fort. Ich wollte auf jeden Fall vorrangig in diesem Video eigentlich nur die Leute aufklären, warum der Counter so tief steht, aber der jetzt aktuell korrekt angezeigt wird. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Freue mich wie immer auf eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.